Hey, was geht, Charlie? Du siehst ziemlich fertig aus. Bring mich einfach um, Randall. Ich kann diesen Song einfach nicht mehr ertragen. Hast du es mit Steckerziehen probiert? Ja, aber es hört nicht auf. Irgendjemand muss letzte Nacht hier eingebrochen sein und mein Sicherheitssystem lahmgelegt haben. Was haben sie denn mitgenommen? Sieht alles ganz normal aus hier. Die haben den Super-Zuckerschnecke-Unterwäschekatalog von 1972 mitgehen lassen. Wer immer das auch war, die wussten genau, was sie treiben. Oh, Scheiße, der ist ein Vermögen wert, oder? Keine Sorge, ich bin versichert. Nur der Song macht mich irre. Ich krieg das nicht abgeschaltet und der Techniker kommt erst morgen. Tja, Kopf hoch, Kumpel. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber mir gefällt der Song. Tja, du hast ja auch einen scheiß Musikgeschmack. Ich würde dir ja in die Eier treten, wenn ich nicht ernsthaft in Erwägung ziehen würde, mir die Ohren abzuschneiden. Komm schon, Charlie, das ist ein Klassiker. Mach dich locker und genieße es. Da. Das geht doch ins Ohr, nicht? Bring mich bitte einfach um. Es tut mir leid, Charlie, aber ich will mein Gewissen nicht mit noch einer Leiche belasten. Dann lass mich mit meinem Elend allein. Hast du Matt heute schon gesehen? Nö, warum? Habt ihr mal wieder gestritten, wer von euch die hübschere Braut abgeben würde? Ich sag's dir, Matt hat eine gewisse weibliche Grazie an sich. Nee, das ist es nicht. Matt hat sich besoffen und treibt sich jetzt rum. Alles wegen mir. Möglicherweise habe ich ihn echt übel mitgespielt. Ach, Scheiße. Dann weißt du ja, wie das ausgeht. Die Bullen werden ihn wohl mit einem Betäubungspfeil erledigen müssen. Entspann dich. Das wird schon wieder, weil ich ihn finde, bevor er irgendwas Dummes anstellt. Na, klasse. Dann sehe ich euch ja heute Abend in den Nachrichten. Du hast wohl zu tun. Bis später. Give me your attention. Keine gute Idee. Letztes Mal war Phil richtig happy. Ich will ihn eine Weile so in Erinnerung behalten. Außerdem habe ich jetzt keine Zeit, Pakete auszuliefern. Ich muss diesen vieräugigen Irren finden, bevor er die ganze Stadt in die Luft jagt. Sieht aus, als hätte Mel alle Dosen ausgetrunken, bevor sie hochgehen konnten. Wenn ich die einfach so rumzeige, kriege ich Ärger. Mel? Hallo? Hallo, Potter Ryan. Reden Sie? Seit wann reden Sie? Was zum Geier ist los mit dir? Du siehst noch verblödeter aus als sonst. Das muss ein krasser Fall von Quecksilbervergiftung sein. Ja, das muss es sein. Oder? Moment mal. Du hast die ganze Mercury-Cola ausgetrunken? Bis zum letzten Tropfen. Der Kühlschrank ist kaputt. Da blieb mir nichts anderes übrig. Aber warum willst du dich umbringen? Hast du eine komische, unheilbare Krankheit oder was? Hä? Ich fragte, warum du lebensmüde geworden bist, Mel. Hallo? Kann ich was für dich tun? Ja, ich brauche eine Dose Mercury Cola. Klar. Oh, warte mal. Hab keine mehr. Habe ich etwa alle getrunken? Okay, das bringt mich sicher um. Aber ich bin so high, das ist mir scheißegal. Ich glaube, in dem Zustand kannst du mir nicht helfen. Ich verzieh mich. Aha. Das kann ich nicht rumtragen. Hier ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde ja gern rumlaufen, ein paar Geister umnieten, aber dafür habe ich gerade keine Zeit. Da stecke ich meine Hand nicht rein.
In der Kugel war mein Kaugummi drin. Lieber nicht. Muss ich gar nicht. Junge, was glaubst du, was du da treibst? Nichts? Dann lass die Finger von dem Ventil. So stark bin ich nicht. Vergiss es. Ich habe keinen Bock mehr auf die Sache mit den Knarren. Nein. Nicht anfassen! Ja, gut. Luftballons, die sollten alle mir gehören. Ich bin doch kein Dieb. Naja, also schon, aber die kann ich nicht einfach so nehmen. Glaube kaum, dass jemand mit mir spielen will. Warum sollte ich noch mal mit dem Jungen reden? Vergiss es. Nee. Warum? Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich die nur anschaue. Also vergiss es. Ich sollte wohl Schuldgefühle haben, schätze ich. Die Klimaanlage. Ich sollte wohl Schuld... Das muss nicht geschraubt werden. Eher nicht.
hilft sicher nicht, sich... Hey, man soll kein Wasser verschwenden. Riecht echt gut. Ich gebe den Kuchen nur her, wenn jemand Geburtstag hat. Und selbst dann. Die mögen Cops nicht besonders. Ich will keinen Ärger mit denen. Ich passe. Die Typen wollen Party machen, nicht labern. Den Schrotthaufen habe ich schon genug gequält. Der sieht echt fertig aus. Ich sollte ihn in Ruhe lassen. Ich gebe den Kuchen nur... Nicht anfassen! Ja, gut. Ich gebe den Kuchen nur her, wenn jemand Geburtstag hat. Selbst dann. Nicht anfassen! Ja, gut. Ach, keine gute Idee. Außerdem habe ich jetzt keine Zeit, Pakete auszuliefern. Ich muss diesen vieräugigen Irren finden. Der ist echt komplett im Arsch. Den störe ich lieber nicht. Thank you.
Wozu denn das? Fass ich nicht an.